3, 2, 1 und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von diesem Spiel mit der Family Dynamic Challenge. Wir sind mit LJ immer noch auf Batuu. Ich habe mich jetzt mal hier mit ihr in diese Bar begeben, damit ihr mal was bestellen kann. Wäre es mal das da einfach. Und hier schon mal eine Ankündigung. Am Freitag kommt ja das neue Sims Erweiterungspack raus. Und ich werde auf jeden Fall streamen. Auch mit der Legacy Challenge, Legacy Familie. Also nicht mit meiner Barry Familie, mit der ich ja sonst eigentlich immer Sims streame, sondern hier mit Saya, LJ und Noah. Das heißt, wir machen uns heute noch mal einen schönen Tag in Batuu mit LJ. Und dann werden wir irgendwann nach Hause fahren. Wie gesagt, Freitag Uhrzeit weiß noch nicht ganz genau, gebe ich aber auf jeden Fall noch im Community-Post am Freitag bekannt. Es wird wahrscheinlich ja so später Nachmittag, Abend werden. Und ja, genau, das ist jetzt der Plan, der ansteht. Und wir werden uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen rumtreiben. Gibt es hier irgendwo eine Toilette? Genau. Bisschen auffrischen und dann schlafen, damit die Bedürfnisse wieder hochgehen, sie ein bisschen schläft und dann kümmern wir uns morgen noch um diese Mission, damit wir die abschließen. Und ich denke mal, wir werden uns dann erstmal ausführlich mit dem neuen Pack beschäftigen, aber wir werden auf jeden Fall nochmal mit LJ nach Batuu zurückkommen. Wir haben ja auch hier noch ein bisschen reichlich Zeit mit ihr. Also da haben wir dann noch einiges vor. Okay, das hat jetzt aber nicht so viel Hunger gefüllt, dieses Ding, was wir gegessen haben. Und dann schlafen. Ich kann schon mal gucken, was wir machen müssen. Datenstift vom Schurkenkontakt erhalten. Wer ist denn der Schurkenkontakt? Bist du der Schurkenkontakt? Kommunikationszentrum Zugriffscode erhalten. Übertragung der ersten Ordnung unterbrechen. Und beliebigen Mitglied des Widerstands Bericht erstatten. Ihr seid aber alle nur Einwohner von Batuu. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand... Ist der in die Gitarthöhle? Hier ist dieses Ding. Sind wir überhaupt richtig? Mission Risiko und Belohnungen. Steht hier was dazu? Die Schurken auf Batuu erledigen Shops für... halten sich in Ox Kantine auf. Ox Kantine, das war doch dieses Ding hier. Sind aber alle Schurken. Ich muss einen Datenstift von dem erhalten. Aber... Wie mache ich das? Von ihnen hier? Anscheinend er nicht. Was ist das hier? Ah, hier kann ich viel machen. Aber hier nur so allgemeine Sachen. Hier kann ich... Ich bin ein bisschen gerade überfragt, wie ich das am besten löse. Übertragung der ersten Ordnungssturm. Wie mache ich das? In der Nähe des Troy-Depot befindet sich ein Kommunikationssturm für die Funkübertragung der ersten Ordnung. Klicke auf... Okay. Ich denke mal dann nicht hier, sondern... hier irgendwo, oder? Ich muss mal kurz ein bisschen umgucken. Die Map ist doch ziemlich... Ich muss aber so richtig eine Idee, was ich machen muss, habe ich immer noch nicht. Übertrag der ersten. In der Nähe, das befindet sich... Wo ist denn Troy's Depot? Das würde ich sagen, ist hier. Befindet sich die Kontrollübertragung der ersten Ordnung. Klicke auf das Kommunikationssturm. Aber wo? Ich sehe es nicht. Vielleicht muss ich mich immer ein bisschen umsehen. Oder ich bin einfach in der falschen Nachbarschaft. Ich glaube, ich bin in der falschen Nachbarschaft. Kann das sein? Wir reisen mal. Es kann nämlich sein, dass ich hier falsch bin. Und dass wir nach
hier müssen. Das ist ja der Bezirk der ersten Ordnung. Ich denke mal, hier sind wir richtig. Wow, nach 6 Minuten habe ich es auch gecheckt. Sehr gut. Aber mir gefällt das Pack. Ich dachte nicht, dass ich das so gut finde. Hey. Waren wir nicht gerade? Ich glaube, hier waren wir gerade, oder? Komm hier. Keine Ahnung. Ich habe ja nicht wirklich eine Orientierung. Das ist alles so krass umfangreich. Echt heftig. Das hier wahrscheinlich, das kann man leider nicht bedienen, aber das hätte ein Kommunikationsding sein können tatsächlich. Viel Zeug, aber irgendwie nicht das, was ich brauche. Ah, das sieht ja aus wie so ein Depot, oder? Kann ja mal wenigstens das hier scannen. Die gehören hier alle zur ersten Ordnung. Kommunikationszugriff ist ja keine Ahnung. Ein Bedienpferd im Bezirk der ersten Ordnung. Asyr erstmal ausfindet. Ist mit einem leistungsstarken irgendwas ausgestattet? Ja, das ist schön, aber. Betragen der ersten Ordnung. Pflegemitglied des Widerstands Bericht erstatten. Ja, das ist schön, aber. Wir hier hingehen? Drinne irgendwas? Ich glaube, hier muss ich. Hier, ah, hier, ach so. Oder ich denke mal, dass ich hier hin muss. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir probieren es einfach mal aus. Auch wenn hier jemand drin ist, vielleicht ist es nicht so schlau. Oder egal, die haben Laserschwerter, können uns verteidigen. Ist mein Datenstift ernsthaft kaputt gegangen? Oh, LJ. Sehr gut. Wo kriege ich jetzt so einen neuen Datenstift her? Ich glaube, hier konnte ich nirgendwo einkaufen gehen, oder? Nee, konnte ich hier echt nicht. Das ist ärgerlich. Kann ich den in irgendwie. Wartet mal, Geschenke kaufen. Ist der hier irgendwo dabei? Wahrscheinlich nicht. Nope. Vielleicht bei Plopsi? Oder ich suche mal Plopsi. Hier sind noch so handgemachte Sachen drin. Ach, schade, Marmelade. Können wir mal die Runde scannen. So, das heißt, wir müssen jetzt noch mal reisen. Aber ich habe noch nicht diesen Schurken. Ach, ich muss eh zum Schurkenkontakt und den Datenstift wahrscheinlich bekommen. Das Problem ist, ich finde keinen Schurkenkontakt. Ich meine. Oder ist das echt der Typ? Denn der Barber. Lara heute mal wieder richtig verwirrt. Nicht verwirrt, aber. Eine bisschen bessere Beschriftung könnte schon geben. So. Die Schurken auf Batu erledigen Jobs für Dede und halten sich in Ochs Kantine auf. Das ist schön. Wir können uns einfach mal freundschaftlich vorstellen. Obwohl ich. Ach, das hier ist unser Schurkenkontakt. Ach so, ja, schön. Datenstift zurückholen. Saya ist zur Arbeit.
Dankeschön. Jetzt ergibt das alles viel mehr Sinn. Ah, okay. Mann, das ist voll. Die sind hier drin, diese Dinger. Die sind einfach so komplett komisch versteckt. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Gut, dann werden wir jetzt hier mal dieses Bedienfeld analysieren. Setze die Analyse des Bedienfelds vor, um herauszufinden, wie du dich am besten einhacken kannst. Kein Problem. Müssen wir wahrscheinlich das mal machen. Aber eigentlich sind wir am Hacken ganz gut mit Elche. Hier. Jetzt. Jetzt. Oha. Okay, ich habe das einfach nicht erkannt. Okay. Vertrag der ersten Ordnung. Kann man das auch gleich hier machen? Nee, hier kann man das nicht machen. So, jetzt ist die Frage. Wo finde ich jetzt dieses Kommunikationssturmding. Also ich habe jetzt mal ein bisschen rausgestellt, weil das wäre sonst zu, ich glaube, aggressiv zum verzweifelnd zum Zusehen gewesen, so dass das richtige Wort. Übertragen der ersten Ordnung unterbrechen. In der Nähe des Detroit Depot. Ich denke, das ist hier. Befindet sich der Kommunikationssturm für die Funkübertragung der ersten Ordnung. Klicke auf das angebrachte Bedien. Ah, Bedien. Also kann das doch das hier sein. Und hier ist halt nur wieder irgend... Ah, guck mal einer an. Jetzt wird hier langsam echt... Jetzt läuft's. Ach, übrigens. Ich bin hier vorhin nochmal reingegangen und wurde dann rausgeschmissen, weil meine Tarnung aufgeflogen ist. Und dann habe ich mich mit irgendjemanden geprügelt. Er stand im Lagerbericht, aber LJ hatte die Kämpferei, den Kampf gewonnen. Fand ich ziemlich cool. Da ich jetzt ziemlich viel rausgeschnitten habe. Wo ich extrem lange rum überlegt habe. Machen wir, belasse ich das jetzt einfach dabei. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen mehr die Möglichkeit, ein bisschen mehr vielleicht noch zu machen. Weil jetzt habe ich das mit diesen... Oh, wir wurden... Also Saya wurde befördert. Wir erstatten einfach wieder den hier Bericht. Und zwar, Saya wurde befördert zur Gebietsleiterin. Saya wurde befördert und ist jetzt Gebietsleiterin. Sie verdient jetzt 18 Millionen Spare pro Stunde, was einen Stundenlohn von 53 Millionen pro Stunde ergibt. Sie hat zu dem folgenden Bonus erhalten. Ein paar Simoleons. Torten, Grafik, Präsentation, neue Kleidung, Interaktion, Karriere-Tipps geben. Ihre nächste Schicht beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Rinshu? Quetzal Plus. Ruf beim Widerstand. Oh, ja, ich. Wie gesagt, ich schieb das mal hoch. Elche Fairness hat Rang 1 Sympathisist beim Widerstand erreicht. Freigeschaltete Belohnung des Widerstands. Galaktische Credits. Anorak des Widerstands in Aktion. Ausgeklügelter Plan aushacken. Die folgenden Objekte können am Holotisch des Widerstands gekauft werden. Datenstift und für immer. Ah, jetzt kann ich ja also irgendwas kaufen. Interessant. Warum immer ich das kaufe. Hier. Hier ist, glaube ich, auch ein Bedienungsfeld. Mhm. Mission abgeschlossen. Yay! Ja, gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt vielleicht Planänderung. Wir fahren jetzt doch schon mal zurück. Ne? Ah, guck mal, ne? Die 1, 2, 3. Und hier Verdächtige. Oh, ich bin verdächtig in der ersten Ordnung. Es spielt eine große Rolle, was die Leute über dich denken. Und ich habe gehört, dass du jemanden, dass dich jemand bis aufs Blut verachtet. Ich werde mal eine Meinung über dich überdenken. Ja, weil ich die hier, die hat sich nämlich, die hat Elche, also die hat Elche angegriffen, Elche hat sie verteidigt und Elche hat den Kampf gewonnen. Und ich würde sagen, wir reisen zurück nach Hause.
Und ja. Ach, ich glaube. Ah, nee, das machen wir später. Ist egal. Das machen wir zu einer anderen Zeit. Den Gedanken spinne ich jetzt gar nicht weiter. Aber ich möchte jetzt gerne mal nach Hause gehen. Wie gesagt, gerade weil wir dann am Freitag sowieso das neue Pack erkunden werden. Genau, unter die Lupe nehmen werden, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich bin sehr gehypt. Und mal gucken. Was so alles machbar ist, wie lange wir uns damit. Also, wir werden auf jeden Fall, ich denke, so 2, 3 Stunden schon streamen. Mindestens 2. Und dann mal gucken. Oh, hier liegt der Schnee. Das ist auch schön. Ach, Pumpkin, schon wieder krank. Ach, dieser Hund, schon wieder krank. Wir waren doch erst beim Tierarzt. Erstmal die Familie begrüßen. Liebevoll umarmen. Und sie kannst auch umarmen. Beziehungsweise knuddeln. Ach ja, unser schönes Haus. Ich habe auch schon überlegt, ob ich in die neue Welt ziehen soll, weil ich die echt schön finde. Aber wir sind erst in dieses Haus gezogen. Deswegen werde ich auch noch bleiben. Ich habe dann überlegt, ob ich dann vielleicht mit Noah in die neue Welt. Beziehungsweise. Ach komm, dann quatschen wir erst kurz noch mit unserer Schwester. Ich wollte gerade noch irgendetwas sagen. Ah, guck mal, hier wird das jetzt auch angezeigt. Genau, je nachdem, wie lange es dauert, jetzt bis Noah dann halt noch zum jungen Erwachsenen wird, wie viele Welten da noch rauskommen. Aber Mont irgendwas Conorado oder irgendwie, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie die neue Welt heißt. Finde ich auf jeden Fall richtig schön von den ersten Bildern her. Möchte ich auf jeden Fall früher oder später hinziehen. Oder auf jeden Fall mal dran spielen. Ein bisschen aktiver. Würde sich ja mit Noah auch anbieten. Mal gucken. Was die Zeit, warte mal, bevor du jetzt schlafen gehst, Freundchen. Gehst du bitte noch mal kurz auf die Toilette mit Pumpkin? Gehen wir morgen zum Arzt. Oder ich gehe morgen mit ihm zum Arzt, besser gesagt. Aufwischen bitte. Ach so, jetzt. Ach komm, lass Saya. Saya ist jetzt gerade aufgeschrieben. Saya, weißt du, was du machen kannst? Du gehst nochmal mit Pumpkin zum Tierarzt. Das mache ich ja mal auf. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, es gibt dann den Stream am Freitag. Wenn ich jetzt nicht krank werden sollte oder mein Computer kaputt gehen sollte oder so, dann auf jeden Fall. Aber wie gesagt, sollte sich irgendwas ändern und halt, wenn ich streame, die genaue Zeit, was ich denke, ich auf jeden Fall tun werde, kündige ich noch Freitag in der Community-Funktion an. Und natürlich wieder auf meinem Discord-Server. Und ja, dann habt ihr jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.